Was manche vielleicht gestört hat, mich aber absolut nicht, war, dass der Kampf, die Rettungsaktion, auch eine ganze, man könnte sagen, halbe Folge weiterging. Eine gute halbe Folge lang weiterging. Fand ich absolut passend in dem Moment. Es gibt Situationen, wo es dann einfach zu viel ist, wo die Rettung dann einfach in die Länge gezogen wird, einfach um einen Plot zu sparen, was hier aber absolut nicht gemacht wurde, denn wir erfahren in dem Kampf noch einige sehr interessante Sachen. Zum einen, dass Minisi, was mich sehr irritiert hat, mehrere Hände auf einmal werfen kann. Also aus dem Nichts holt und werfen kann. Der Anblick, der da wirklich mehrmals kam, hat mich mehr als irritiert. Wo ich echt nicht dachte, dass sie das wirklich machen und in die Richtung gehen. Des Weiteren lernen wir eine neue Charakterin kennen. Eine Maid, die, wie sie selber sagt, ihre Fähigkeit erlangt hat, dadurch, dass sie eines Nachts eingeschlafen ist, während sie sich einen Anime angesehen hat, wo sie mit einem Koffer aufgewacht ist, wo ganz, ganz viele Waffen drin waren. Bin mir jetzt über den genauen Inhalt nicht mehr sicher. Es waren aber, glaube ich, 666 Waffen und 13 magische Bücher. Und dadurch, dass wir das hatten, dass wir einen weiteren Charakter dazu bekommen haben, glaube ich wirklich nicht, dass der Anime jetzt endet. Weil der hat ja, soweit ich informiert bin, 12 Folgen. Es gibt manche Animes, die enden mit 10 oder 11 Folgen, so wie Konosuba 2 hat ja, so wie ich mich erinnern kann, nur 10 Folgen. Kann ich mir hier aber absolut nicht vorstellen. Das ist das ganze Ende, was wir da am Ende hatten, inklusive der Anspielung von Sanae mit dem Aquarium, mit den heißen Quellen. Wahrscheinlich einfach nur die Ruhe vor dem Sturm. Und es wird irgendwas kommen. Wird es wieder die Organisation sein, die geschlossen ist? Ich weiß es nicht. Ich nehme es mal an. Weil was ist mit den beiden Schwestern passiert? Weil Minisi wurde ja in ihr Heimatland gebracht. Und was mir während der Episode aufgefallen ist, über Minisi. Warum sie denn so besessen war und wahrscheinlich noch ist, die Rote Königin zu fangen für die Organisation, hängt, wenn ich raten müsste, wahrscheinlich damit zusammen, dass wir letzte Folge erfahren haben, dass Sana die Fähigkeit hat, alles Wirklichkeit werden zu lassen. Sie diese Fähigkeit aber noch nicht kontrollieren kann. Und ich könnte mir durchaus vorstellen, dass die Organisation zumindest sie gesagt hat, wenn wir die Rote Königin haben und wir sie dazu erziehen können, dazu bringen können, ihre Fähigkeit zu kontrollieren, dann können wir dir helfen, dass dein Mann wieder lebt. Weil mit ihrer Fähigkeit kann sie das. Ist so eine Idee von mir, könnte mir aber durchaus vorstellen, dass ich da ziemlich ins Schwarze treffe, außer der Anime macht eine 180-Grad-Wende, was mich an Folgendes erinnert. Ich bin echt froh, dass sie mit dieser Animation, mit dieser 3D-Animation eine 180-Grad-Wende gemacht haben und das wirklich auf ein Minimum reduziert haben, in der Folge aber absolut passend war. Diese 3D-Animation war absolut nicht unpassend oder zu viel. Im Gegenteil, es hat perfekt gepasst. Warum konnten die das bei der ersten Folge nicht so machen? Das war wirklich, wirklich zu viel. Was mich noch wirklich überrascht hat, war die Snickers-Werbung in der Episode. Kommt normalerweise bei Animes ja nicht vor, dass die eine Werbung drin haben. Normalerweise, wenn Animes Marken verwenden, dann zensieren sie die ja irgendwie. Und schreiben irgendwas anderes drauf. Verändern die Farbe, ändern das Logo oder sonst irgendwas. Zum Beispiel machen eine Birne anstatt einem Apfel oder schreiben Popsi anstatt Pepsi drauf. Kommt vor. Aber da absolut nicht. Wahrscheinlich offensichtliches Product Placement. Was mich auch sehr überrascht hat, war, dass Herumfliegen, dass es wirklich ein Ding war. Dass die das wirklich gemacht haben in der Serie. Ich dachte mir, das wäre so eine nette Anspielung, einfach nur vom Opening her. Aber dass die das wirklich umsetzen, hätte ich mir nicht gedacht, dass der Anime wirklich so stark ins Übernatürliche geht. Denn dass Shizuku es schafft, sich hin und her zu bewegen. In der Luft, durch die Karten, die sie spielt. Finde ich noch irgendwie logisch. Macht noch irgendwie Sinn. Aber das mit in der Luft? Etwas zu viel. Aber immerhin, es war nett, die beiden zu sehen und vor allem wie Sana Soroku auf die Stirn geküsst hat. Na gut, Leute, das war's. Danke fürs Ansehen und bis zum nächsten Mal.